warum die Antarktis die deutsche Area 51 ist und warum US-Militärs das insgeheim bestätigen und Hacker aufdecken, erfahrt ihr in dieser Dokumentation. Zudem beleuchten wir, warum es sich bei den unidentifizierten Sichtungen der US-Behörden, die durch das Pentagon bestätigt wurden, höchstwahrscheinlich um deutsche Technologie handelt und warum die US-Amerikaner diese Technik nach dem Krieg erbeuteten und die Bundeswehr ein Weltraumkommando aufstellt, um sich aus Bedrohungen aus dem All zu schützen, beleuchten wir ebenfalls in dieser Dokumentation. Wir sind mal wieder in der Antarktis, dem eisbedeckten Kontinent, dem Südpol. Und hier tragen sich ja mysteriöse Dinge zu. Teilweise ist die Wissenschaft nicht in der Lage, diese Phänomene zu erklären. Teilweise werden sie doppelt erklärt. Teilweise wird eine Theorie widerrufen und die nächste kommt dazu. Das ist ja jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, weil Wissenschaft ist lebendig. Man lernt dazu und ändert die Theorien halt ab. Aber heute möchte ich mit euch mal auf eine ganz besondere Theorie eingehen. Und zwar diese Theorie, warum überhaupt Deutschland Interesse an der Antarktis hatte, warum man sich einen Bereich, also so dieser Bereich hier, Neuschwabenland, heute besser bekannt als Königin Mordland, ja, also das war ja eigentlich mal Neuschwabenland. Die Recherchen für meine Dokumentation und Reportagen sind sehr schwierig und zeitaufwendig. Doch dabei unterstützt mich Blinkist. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne einmal zeigen, wie ich recherchiere und wie Blinkist mich dabei unterstützt. Blinkist bietet mir über 5000 Sachbücher komprimiert auf 15-minütige Blinks. Das heißt, ich kann das mal ganz bequem auf der Arbeit, wenn ich eine Pause habe, Kopfhörer ins Ohr und da mal reinhören. Und sie geben mir in 15 Minuten geballtes Wissen. Ich höre das auch mal ganz gerne im Gym beispielsweise oder wenn ich joggen gehe. Da höre ich mir direkt mehrere Blinks hintereinander an, weil meistens bin ich so eine Stunde joggen ungefähr. Aktuell bewegen wir uns ja immer mehr in Richtung Weltraum. Und dazu habe ich bei Blinkist auch was total Geiles entdeckt. Das nennt sich Außerirdisch von Avi Loeb. Avi Loeb ist ein Harvard-Professor. Er redet über extraterrestrische Lebensformen und Technologie. Blinkist bietet mir noch eine weitere Möglichkeit. Mit Blinkist Connect kann ich einfach meinen Account, mein Profil mit jemand anders teilen. In dem Fall ist das Lucy. Sie kann mir dabei helfen und sagen, pass mal auf, es ist gut, lies das mal oder hör dir mal den Blink an. Und ich kann mit ihr Blinks teilen und sagen immer, wie findest du den Blink denn? Was denkst du darüber? Sie kann das völlig kostenlos machen. Mein Account bleibt davon unberührt, aber sie hat einen zusätzlichen. Das bedeutet, ihr bekommt zwei Accounts für den Preis von einem. Wollt ihr Blinkist auch mal ausprobieren? Dann folgt einfach dem Link hier unten oder in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das 7 Tage lang kostenlos testen. Und ihr bekommt natürlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo über meinen Link. Wie gesagt, hier unten und in der Videobeschreibung. Habt ihr da Lust drauf? Wollt ihr euch auch informieren? Aus 5000 Sachbüchern komprimiert auf 15-minütige Blinks. Dann sollte das genau das Richtige für euch sein. Da werdet ihr definitiv fündig. Da ist für jeden etwas dabei. Ihr könnt aus 26 unterschiedlichen Kategorien auswählen, was euch gerade interessiert. In meinem Fall Geschichte, Wissenschaft und Technik. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Habt ihr jetzt auch Bock darauf? Wollt ihr erstmal ausprobieren? Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung und hier unten nochmal eingeblendet. Geht da einfach drauf, sichert euch das Paket. 25% auf ein Jahresabo. Und ich denke mal, das ist ein ziemlich geiles Angebot. An der Stelle bedanke ich mich auch nochmal bei Blinkist für die tolle Unterstützung und natürlich für die Möglichkeit, dass ich in völlig komprimierten Blinks einen sehr großen Wissensschatz in kürzester Zeit mir aneignen kann. Vielen, vielen Dank dafür. Warum man sich das da überhaupt sicherte und warum man überhaupt dahin wollte. Und dazu gibt es ja auch die verschiedensten Theorien. Aber lassen wir doch mal einfach alle Theorien außen vor, beziehungsweise ziehen wir alle Theorien in eine große Theorie mit ein, nämlich Rohstoffe, Forschung und natürlich, wenn ihr forscht, sollte das möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren. Und was wäre denn besser als ein abgelegener Ort? Und die Antarktis ist sowas von abgelegen, da sind so wenige Menschen unterwegs, dass man gerade in den 40er Jahren, dass das eigentlich das geeignete Gebiet ist. Aber schauen wir doch mal, worauf ich hinaus will. Schauen wir doch mal auf eine Basis der US-Amerikaner und was es damit auf sich hat. Ja, wir sind in der Area 51. Das ist dieses Areal hier. Das ist jetzt nicht gerade groß, aber auch nicht gerade klein. Aber wichtig ist, hier ist nichts. Diese Basis ist mitten im Nirgendwo. Ihr habt ja auf jeden Fall mehr Aktivitäten als beispielsweise in der Antarktis. Und wenn man sich die nochmal anguckt.
Gerade in den 40er Jahren in diesem Bereich war hier nichts. Und jetzt gehen wir auf die Theorie ein. Nehmen wir mal an, die Antarktis, Neuschwabenland, ist die deutsche Area 51. Dazu nehmen wir uns nochmal das Video von dem Herrn Andreas Epp und seiner Erfindung oder seinen Erfindungen. Hausarbeit zum Rekonstruieren. Und diese Flugscheibe hat der Stiebe auf seine Art, seine Gedanken umgebaut. Während ich später feststellen musste, dass Habermohl sich an meinen Konstruktionsplänen gehalten hatte. Die zweite Sache war, ein zweites Modell wurde gebaut, nicht Modell wurde gebaut, eine 42 Meter große Flugscheibe wurde gebaut durch Miete und Benutzung. Und zwar in Breslau. Und diese Flugscheibe sollte dann, wie ich dann erfahren habe, sollte dann nach Spitzbergen geflogen werden und sollte auf einen Richtstrahl mit einer So, Andreas Epp sagt aus, dass sie seine Konstruktion oder seine Bauzeichnung oder was er da auch immer hatte, genommen haben, diese weiterentwickelt haben oder flugfähig bekommen haben. Jetzt unterscheiden wir bei diesen sogenannten Rundflugzeugen zwischen zwei Kategorien. Einmal ist die Kategorie kommerzieller Antrieb, sprich Verbrennungsmotoren durch Kraftstoff, also Benzin, Flugbenzin etc. und einmal die Antigravitation. Und jetzt gucken wir mal, wo haben wir diese kommerziellen Antriebe mit Flugzeugmotoren, das heißt ein scheibenförmiges Flugobjekt mit vielen Rotoren schon mal gesehen. Und ich bin dazu auf einen ganz interessanten Beitrag gestoßen. Und zwar blicken wir jetzt nochmal auf die Operation High Jump von 46, 47, also die versuchte Inversion der Amerikaner in den Jahren 45 bis 47 endete dank der deutschen Flügelradhubschrauber in einem Massaker. Die Rotoren der Flügelräder waren rund um den Flugkörper angebracht, statt darüber. So, und das erinnert doch jetzt sehr stark an die Erfindung von Andreas Epp. Die Flügelradhubschrauber sollten wie ein Helikopter fotografieren können, waren aber dank ihrer aerodynamischen Form schneller. Und obwohl ihr Flugwerk weniger robust war als das eines Helikopters, konnte man Raketen daran montieren. Mit diesen Raketen schafften es die Deutschen, die US-Invasionsstreitkräfte der Operation High Jump auszulöschen. So, und wenn wir uns das jetzt mal angucken hier im Modell, ja, also das ist wie gerade beschrieben wurde, sie waren hier drum angebracht, also um das Fluggerät, hier sind überall, ja, Rotoren, ähnlich der von Hubschraubern, aber nicht, dass einer oben drauf sitzt, so wie diese Apparatur hier, sondern dass sie da verteilt sind. Natürlich, wenn so viele, das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rotoren, die erzeugen natürlich einen enormen Wind, also einen sogenannten Downwash, wie bei einem Helikopter. So, und das ist auch komischerweise, hat Andreas Epp sowas erfunden, flugfähig auch hingekriegt. Und es wurde laut seinen Angaben im Dritten Reich schon weiterentwickelt und fertig gebaut und es flog auch laut seinen Aussagen. So, jetzt gehen wir davon aus, das hat man wirklich geschafft. Und jetzt taucht dieser Bericht auf, in dem gesagt wird, dass dort Flügelradhubschrauber zum Einsatz kamen und sie im Prinzip genauso beschrieben werden wie die Erfindung von Andreas Epp. So, und das sollte uns jetzt zu denken geben. So, und wenn wir jetzt mal überlegen, die Antarktis bietet Bodenschätze, die Antarktis bietet eisfreie Gebiete, also wo solche Tests durchaus möglich wären, und sie bietet ein System von Höhlen, Gängen, Seen, Flüssen und weiß ich nicht noch was alles. So, und dann kommt das Interessante. Jetzt tauchen ja immer wieder Meldungen auf in Verbindungen oder Theorien auf, in Verbindungen der Antarktis über eine hohle Erde. So, in meinen Augen ist diese hohle Erde fehlinterpretiert worden. Und zwar, es handelt sich um diesen Brief. Lieber alter Kamerad, diese Nachricht wird eine Überraschung für dich sein. Das U-Boot 209 hat es geschafft. Die Erde ist hohl. Dr. Heushofer und ich hatten recht. Der gesamten Mannschaft geht es gut. Aber sie kann nicht wieder zurückkehren. Wir sind Gefangene. Ich bin sicher, dass diese Nachricht dich erreichen wird. Es ist die letzte Verbindung mit der U-209. Wir werden uns wieder begegnen, Kamerad. Ich bin in Sorge für jene, welche ihr Leben auf der Oberfläche der Erde zu verbringen haben, seit der Führer gegangen ist.
Gott segne immer unser Deutschland. Mit herzlichen Grüßen, Karl irgendwas. Dieser Brief ist aufgetaucht. Jetzt gibt's da wieder sämtliche Theorien zu. Das ist eine Fälschung, das hat sich irgendwer ausgedacht, das ist nicht echt. Die anderen behaupten, es ist echt oder sie beschwören es sogar, dass es sich um ein echtes Dokument handelt etc. Also um diesen Brief geht das alle. Und deswegen, die Erde ist hohl. Was meint er damit? Jetzt, um nicht zu konspirativ zu werden, um von dieser Hohlerde mal wegzugehen. Ich bin der Meinung, das ist fehlinterpretiert, weil man hat ja Zugänge gefunden, unter das ewige Eis wird immer gesagt, aber das Eis ist ja auch in Bewegung. Also es gibt natürlich Kanäle in diesem Eis, aber was da drunter liegt, beziehungsweise schauen wir mal auf die eisfreien Gebiete, wo schon Berge sind. Und da soll es Zugänge geben zu einem unterirdischen Höhlensystem, entstanden durch vulkanische Aktivitäten etc., also Lavaröhren und sowas halt alles. Und diese sollen ein riesiges Ausmaß haben. Und das führt darauf zurück auf die Deutsch-Himalaya-Expedition, weil im Himalaya will man solche Zugänge in dieses unterirdische System auch gefunden haben. Alte Kulturen wie ein Indianerstamm berichten auch darüber, dass ihre Vorfahren in diesen unterirdischen Höhlensystem gelebt haben. Gehen wir mal davon aus, da sind, um es wissenschaftlich zu erklären, große Lavahöhlen. So, und da ist es den Deutschen gelungen, reinzukommen, diese auszubauen. So, das heißt, ihr hattet Schutz vor Wind und Wetter, also vor den schlechten Wetterverhältnissen in der Antarktis. Das heißt, man hätte dort was reinbauen können, was eine Station ähnelt, also Basis 211 beispielsweise. Jetzt hattet ihr da auch Bodenschätze und in diesen Höhlen, umso tiefer ihr kamt, umso wärmer wurde das da. Ihr habt fließend Wasser, ihr habt vulkanische Aktivitäten, das heißt, ihr könnt Licht und Energie generieren. Ihr könnt Rohstoffe abbauen, ihr habt alles, was ihr benötigt. Das heißt, die Grundlage für ein riesengroßes Forschungszentrum ist somit gegeben. Das heißt, ihr könnt auch an der Oberfläche Flugversuche mit möglichen Fluggeräten durchführen. Nehmen wir nur mal diese Möglichkeit der deutschen Area 51 in Form einer Basis am Südpol mit dem Namen 211, wohin viele Wissenschaftler verbracht wurden, Evakuierung gegeben hat, wo selbst Adolf Hitler auch hin sein sollte und. Nehmen wir das alles mal, gehen aus dieser ganzen Fiktion mal raus und sagen, man hätte es tatsächlich geschafft, da reinzukommen und hätte dann da seine bereits im Krieg erforschte, entwickelte Technik weiterentwickelt und daran weitergearbeitet. So, und jetzt nehmen wir mal den zweiten Antrieb, nämlich der Antrieb der Antigravitation, sprich die Glocke. So, und was ist die Glocke eigentlich? Also die Glocke wird immer als selbstständiges Fluggerät angesehen. Man hat das auch, also es gibt Berichte darüber, dass die US-Amerikaner das erbeutet haben. Das sollen aber meiner Information nur die frühen Anfänge gewesen sein. Und die Amerikaner haben das so gebaut, dass das bemannt ist. Also dass in der Glocke Platz ist für einen Piloten oder einen, ja, Flugzeugführer. Ziemlich viele sind immer darauf eingegangen, Codename Repulsine und Glocke. Also die Repulsine ist nicht die Glocke und die Glocke ist nicht die Repulsine. Die Repulsine beruht auf Schauberger und die Glocke ist die Antigravitation. Eine Repulsine ist quasi der Natur nachempfunden, das hat der Schauberger gemacht. Er hat der Natur nachempfunden, hat geguckt, wie sind natürliche Wasserströme etc., Verwirbelungen und hat dann daraus was gebaut. Die Glocke ist ein eigenständiges Fluggerät, so sagt man, was halt mit der Antigravitation, was sich die Antigravitation zu Nutzen macht. Es soll angetrieben werden durch quasi Quecksilber und eine Substanz, die sich Serum 525 nennt. Doch die Glocke kann man nicht als Fluggerät ansehen. Die Glocke ist vielmehr ein Antrieb für die Reichsflugscheibe, beziehungsweise für ein Flugobjekt. Ne? Also wir gehen mal weg von dem Oberbegriff der Reichsflugscheibe. Wir gehen einfach mal hin zur Flugscheibe oder Fluggerät oder auch Flugapparatur. Diese Flugapparatur wird durch die Glocke angetrieben. Und das hat man wohl auch verwirklichen können. Das heißt, man hat diese Glocke. Die Namensgebung kommt daher, weil es aussieht wie eine Glocke. Es stellt eigentlich ein Triebwerk dar. Also dieses Triebwerk wurde zum Laufen gebracht. Es wird durch dieses Serum 525 angetrieben und ist quasi ein Antigravitationstriebwerk. Und dieses Triebwerk wurde in der Flugscheibe oder auch in dieser Flugapparatur verbaut. Damit konnte diese Flugapparatur fliegen, erst dadurch. Es ist kein Raumschiff, es ist auch kein einzelnes Flugobjekt, es ist ein Antrieb. So, und die Bild-Zeitung hat das natürlich auch aufgegriffen. Ja klar, sicher, wen wundert das, ne? Flug mit Leichtigkeit mehrere tausend Kilometer pro Stunde beschleunigen konnte. Andere Selbstexperten wollen erfahren haben, dass die Glocke ein Gerät gewesen ist mit Zeitreisen. Also alles Mögliche von Zeitreise über. Nehmen wir nur mal jetzt, dass wir damit sehr schnell fliegen konnten.
mit dieser Glocke, weil es ein Antrieb ist für dieses Fluggerät. Ne, der Codename für die Legierung war Serum 525. Ja, die Nazis testeten die Versuchsanlage im Stollensystem Riese im schlesischen Olmgebirge. Darüber habe ich auch einen Bericht gemacht oder mehrere Berichte. Wen es interessiert, schaut da gerne mal rein. Antigravitation, das ist das Stichwort. Und jetzt schauen wir mal danach, was mit Antigravitation gemeint ist, wo wir das herkennen. Und es geht sich hier um das Geheimnis von Coral Castle und die Antigravitation. Also da war ein Wissenschaftler, ein Ingenieur, der hatte Liebeskummer und der hat dann hier sowas gebaut aus Korallensteinen. Seit Jahrhunderten rätseln Menschen darüber, wie unsere Ahnen scheinbar mühelos gigantische Steine transportieren konnten. Etwa die mehrere Dutzend Tonnen schweren Giganten der Megalithenkultur oder auch die Granitsteine in der Cheops-Pyramide, ja, Grabkammern, rätselhaft und Steingärten und. Ne? Über 1000 Tonnen. Wie hat man das bewegt? Jetzt hat man da natürlich durch den massiven Einsatz von Menschen, von Sklaven etc. Einige Wissenschaftler sagen, ja, das ging. Andere Wissenschaftler sagen, das ist nicht möglich. Dann ist irgendwo eine Stadt am Nil sogar komplett umgezogen damit. Und hier hat das ein Mensch auch geschafft. Nämlich war das im Coral Castle. Der seltsame Mann war der Lette Edward Leetskalin. Also ein Bildhauer und Ingenieur, der sein Leben lang Liebeskummer plagte, wundersame Technik, seine Verlobte, so das ist die Vorgeschichte. Vom Kummer zermürbt machte er sich daran, auf sein Land eine megalithische Anlage aus Korallenfelsen in Homestead, USA zu errichten. In Erinnerung an seine Suite 16, also Billy Idol hat darüber ja sogar einen Song geschrieben, nachdem er an diesem Ort war, da die Scuffs damals 16 Jahre alt war. Die folgenden 26 bis 28 Jahre, die Angaben variieren, arbeitete der verschmähte Bräutigam wie ein Besessener an der Megalithanlage Rockgate Park, zu Ehren seiner Ex-Verlobten. Heute heißt das Monument Coral Castle und inspirierte den Sänger Billy Idol, da steht es auch nochmal Besuch, so Anlage zu seinem Song Sweet 16. Jetzt kommt das Interessante. Von Mitternacht bis Sonnenaufgang werkelte der angeblich ganz alleine und vollkommen ohne nennenswerte technische Hilfsmittel an seinem Mahnmal der Liebe herum. Immer nur in der Nacht, von Mitternacht an bis Sonnenaufgang. Er behauptete bis zu seinem Tod im Jahre 1951, dass er das Mysterium der Pyramiden Ägyptens gelüftet habe. Mit diesem Geheimwissen sei es ihm möglich gewesen, die zusammen rund 1100 Tonnen Gestein des Coral Castle zu bearbeiten und vor allem zu bewegen. Hilfe benötigte er dabei nicht. Der sonderbare Edward. Keine Zeugen wollen den emsigen Mann jemals bei der Arbeit gesehen haben. Immer wenn jemand sein Grundstück nachts betrat, hörte er auf zu arbeiten. Doch die, die angeblich etwas gesehen haben wollen, sprachen von fantastischen Erlebnissen. So etwa sollen die Steine wie mit Gas gefüllte Ballons von selbst bewegt haben. Und was dabei geschaffen wurde, ist durchaus beeindruckend. Viel zitiert von einer drehbaren Felsentür, die ca. 9 Tonnen wiegt, sich aber ganz leicht mit dem Finger öffnen lässt. Er errichtete auch eine Art Tafelrunde mit einem Tisch in Herzform von 2,25 Tonnen Gewicht. Als die Drehtür vor einigen Jahren sich einmal verklemmte, mussten 6 Arbeiter einen Kran heranschaffen, um den Stein wieder zu reparieren. Es ist nicht wirklich schwierig, man muss nur wissen wie, sagte Leetskalin zu seinen Lebzeiten immer. Wenn man fragte, wie er das alleine bauen konnte. Ja, zahlreiche kleine und große Monolithen sind von ihm in all den Jahren verarbeitet und verbaut worden. Heute ist das Castle ein Museum. Ein Prospekt für Besucher der Anlage zitiert den selbstsamen Erbauer mit den kryptischen Worten: Ich habe das Geheimnis der Pyramiden entdeckt und weiß, wie die Ägypter und die alten Baumeister in Peru, Yucatan und Asien ihre riesigen Monumente erbauen konnten, unter Verwendung einfachster Werkzeuge. Was waren das für Kräfte? Antigravitation oder Levitation? Also er behauptete, dass er den Magnetismus sehen könne. Lichtpunkte um seinen Monolithen würde er wahrnehmen, die ihm verraten, wie das entsprechende Objekt zu bewegen sei. Auch habe er Naturgesetze der heiligen Geometrie und des Gewichtes wiederentdeckt. Das glaubten 1936 bestimmt auch jene Männer, die bei dem Umzug helfen wollten. Damals zog er seiner gesamten baubefindlichen Anlage rund 15 Kilometer um. Der bestellte Lkw-Fahrer durfte dabei nicht helfen oder zusehen. Immer wenn der Fahrer am Morgen zur Baustelle kam, lagen die Monolithen bereits auf der Ladefläche. Der Fahrer erzählte auch, dass er Vorbereitung traf, einen 20 Tonnen schweren Koloss auf sein Fahrzeug zu bugsieren. Man bat ihm jedoch kurz alleine zu lassen, dann plötzlich ein Krachen und als der Fahrer zu seinem LKW lief, lag der 20 Tonnen Monolith bereits auf der Ladefläche. Er konnte angeblich nur noch sehen, wie Leetskalin seine Hände vom Stein nahm und sich dem Schmutz abklopfte.
Wie kam der Monolith auf den LKW? Wenn man bedenkt, dass hier nur ein Mann arbeitete. Denn trotz der offenkundigen geleisteten Arbeiten kann man die Anlage natürlich nicht mit diversen Megalithen oder Riesenbauten der Vergangenheit vergleichen, ist klar. Ne? Es existieren auch Fotos von einfachsten Seilwinden und Hebegestellen auf drei Beinen. Ohne Zweifel Hilfsmittel, die zum Teil im Museum selber online gezeigt werden. Doch mit diesen ist es wohl kaum möglich, die schweren Objekte zu bewegen. Ganz zu schweigen davon, dass einige Monolithen größer als die Hebegestelle von Lezkalin sind. Also dann war da noch ein Forscher da, Pyramidenforscher, dass der seltsame Erbauer elektromagnetische Felder nutzte, um den Magnetismus beeinflussen konnte. Eben eine Art Antigravitation. Also hier sind wir auch wieder bei der Antigravitation. Eine Reihe elektrotechnischer Gerätschaften, die heute noch vor Ort rumliegen, interpretiert Dune als elektromagnetische Vorrichtung. Also da gibt es eine Vorrichtung, da weiß man bis heute nicht, was das ist. Lezkalin bewies, vor aller Welt heute zu sehen, dass er die Baugeheimnisse der Alten kannte. Er brach und setzte alleine, ohne moderne Maschinen, Steine mit dem doppelten Gewicht der größten Blöcke der Cheops-Pyramide. Insgesamt schnitt und verbaute er über 1000 Tonnen Korallengestein. Die größte Leistung durch einen einzelnen Menschen in der gesamten Geschichte der Menschheit. Hier ist eins der großen Wunder der Welt. So, das ist hier übrigens diese eigenartige Maschine, die er da gebaut hat. Und diese Maschine soll halt, ja, man rätselt nur, durch Magnetismus angetrieben werden, also nichts anderes als Antigravitation. Jetzt gucken wir mal, was über Antigravitation noch bekannt ist. Die Antigravitation entdeckt. Und zwar kommt hier wieder Podklevnov, ich hoffe, man spricht ihn so aus, der ja auch genannt wurde in meiner Doku-Reihe über die Glocke, die Erdgravitation in einem Raum zu vermindern. Dr. Podklevnov entdeckte diesen Effekt, als er an der Technischen Universität von Tampere in Finnland angestellt war. Er selbst ist ein russischer Chemiker und Materialwissenschaftler. Der untersuchte das mehrere Jahre lang und er hat die Antigravitation nach seinen Aussagen entdeckt. Ja, und hat das beweisen können, beziehungsweise hat eine Maschine dazu gebracht, dass sie halt diese Antigravitation nutzte. Alle Mitforschenden wurden bis heute geheim gehalten. Also man weiß nicht, wer da mitgearbeitet hat. Es gab ein Schlüsselerlebnis. Wir arbeiteten noch spät in der Nacht und einer unserer Kollegen schaute bei uns herein. Ein netter Typ mit einem langen Bart und er rauchte eine Pfeife, sagte er. Hallo Leute, und blies den Pfeifenrauch über unser Gerät. Und dabei haben wir festgestellt, der Rauch kam zu unserem Gerät, traf auf eine ungewöhnlich unsichtbare Barriere und stieg dann sofort hoch. Schauen wir mal auf CERN, wo der riesige Teilchenbeschleuniger ist. Messabweichungen am CERN entdeckt, die auf eine neue Kraft hindeuten, haben etwas entdeckt, das ein fundamentales physikalisches Gesetz in Frage stellt. Bei Experimenten entsprach das Resultat nicht der erwarteten Lepton-Universalität. Vermutet wird, dass eine neue, noch unbekannte Kraft im Spiel ist. Ja? Wir haben noch zu wenig Messdaten, um zu wissen, ob die Beobachterabweichung von den Standardmodellen der Teilchenphysik tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Mittlerweile seien in Japan und den USA dieselben Abweichungen zum erwarteten Standard festgestellt worden. Jetzt schauen wir nochmal eben auf das Jonastal. Dort wird auch ein riesiges Zyklotron, also ein Teilchenbeschleuniger im Untergrund vermutet. Also es gibt Berichte, die darauf hindeuten, das Rad mit Speichen beispielsweise aufgebaut, wie die Anlage im CERN. Wenn die Deutschen damals schon im Krieg diese Technologie hatten und sie erforscht haben, dann ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass man vielleicht sogar auf diese Antimaterie, also die Antigravitation, gestoßen ist und diese versucht hat, in ein Fluggerät zu bauen. Und da wären wir jetzt wieder bei der Glocke. Das ist kein eigenständiges Fluggerät, sondern ein Antrieb, der auf Antigravitation, also Antimaterie, beruhen soll. Ja, also hier haben wir auch die Antigravitation. So, und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Antigravitationsforschung beim US-Militär. Computerhacker entdeckt geheime Projekte zur Antigravitationsantrieb. Also diese Antigravitationsantriebe, die haben auch nach dem Krieg Wort daran weitergeforscht und sie sind immer wieder mal aufgetaucht. Also immer mal wieder kam ein bisschen was durch. Doch wie kam es überhaupt dazu und gibt es dazu gesicherte Erkenntnisse? Also Focus.de hat das auch aufgegriffen. Die US Navy soll ein Patent für ein ungewöhnliches Fluggerät angemeldet haben. Das Fahrzeug mit einem Gerät zur Reduzierung der Trägheitsmasse erinnert an Science Fiction. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll das Gerät bisher unmögliche Reisegeschwindigkeiten ermöglichen. Egal, ob zu Land,
zu Luft oder zu Wasser. Bisher gilt, mit steigender Geschwindigkeit nimmt auch die Masse eines Fluggerätes zu. Daher scheint es etwa für ein Raumschiff unmöglich, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Sollte das patentierte Fahrzeug tatsächlich in der Lage sein, seine Masse zu reduzieren, könnte sich das jedoch ändern. In der Beschreibung des Patentes heißt es, es ist möglich, die träge Masse und somit die schwere Masse eines Systems oder Objektes in Bewegung zu reduzieren. Und zwar mit Hilfe einer plötzlichen Störung des nonlinearen Hintergrundes lokaler Raumzeit. Das Fahrzeug ist Teil einer ganzen Serie ungewöhnlicher Patente, die alle von einem Dr. Salvatore Cesar Pace angemeldet wurden. Pace ist offenbar Raumfahrtingenieur beim amerikanischen Naval Air Warfare Center. Deutsche Wissenschaft ist wieder skeptisch, natürlich. So, was hat's damit auf sich? Da finden wir ja auch noch ein bisschen was anderes zu. Techniker entwickelten fantastische UFO-Patente für US Navy. Ne? Ultraschnelle Raumschiffe, unerschöpfliche Energiequellen, raumzeitverändernde Waffen. Für all das besitzt ein Mann Patente. Im Auftrag der US Navy hat ein Maschinenbauer und Luftfahrtingenieur eine Reihe von Patenten erhalten, die als UFO-Patente in Erfinderkreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Die Patente schildern Technologien, wie in Science Fiction anmuten. Etwa Transportmittel, die sich mit enormer Geschwindigkeit durch jegliches Medium bewegen können, vom Wasser bis zum Weltraum. So, kommen wir mal aus der Science Fiction raus und gehen wirklich in die realen Sachen rein. Um das mal ein bisschen zu untermauern, dass das wirklich stattgefunden hat, gucken wir einfach mal auf diesen Gary McKinnon. Das ist ein britischer Hacker, der unter Autismus leidet. Der ist in die geheimen Rechner des US-Militärs und der NASA vorgedrungen, hat sich da ein bisschen umgeschaut. Er gab an, dass er nach freien Energien gesucht hatte, Antigravitation etc. Und da ist er auf interessante Sachen gestoßen. Es ist wirklich passiert, man wollte diesen Menschen in den USA vor Gericht stellen und ihm drohten 60, 70 Jahre Haft und irgendwie $1 Million Bußgeld wegen angerichteten Schäden etc. Also er ist tatsächlich in geheime Regierungsrechner eingedrungen und man wollte ihn deswegen den Prozess machen. Also das ist nicht irgendwie irgendwo hergeholt aus einem Science-Fiction-Film. Das ist die Realität. Schauen wir mal, was denn da passiert. Der 46 leidet unter Asperger-Syndrom. Wenn er in den USA verurteilt worden wäre, hätte er Strafe von 60, andere Berichte sagen 70 Jahre Gefängnis erwartet. Ne? Dass sie unbeabsichtigt waren, dass er nach Beweisen für UFOs gesucht hatte. Und Gary fand, wonach er gesucht hatte. Er behauptete, dass er Fotos, Filme und andere Beweise über Alien-Raumschiffe gefunden hatte, die von verschiedenen US-Regierungsagenturen geheim gehalten wurden. Zuerst hackte er sich in das Johnson Space Center der NASA ein und fand ein hauchauflösendes Bild eines großen zigarrenförmigen Objektes über der nördlichen Hemisphäre. Zigarrenförmig. Das kommt uns auch stark bekannt vor, nämlich man sagt, dass wieder der Zusammenhang mit den Flugscheiben der Nationalsozialisten, das ist mal nicht das Aldebaran-Fluggerät, also es ist zigarrenförmig. Ich bin da noch nicht drauf eingegangen, ich habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, ich habe das jetzt nur im Rahmen meiner Recherchearbeiten öfters gelesen. Zigarrenförmiges Fluggerät, Aldebaran-System, damit sollten die Nationalsozialisten, das sollen die gebaut haben, das war zigarrenförmig und damit sollten die in dieses System vorgedrungen sein. Ne? Später hackte sich McKinnon in klassifizierte Akten des US-Raumkommando ein. Unter der Überschrift nicht-terrestrische Offiziere. Gary, ich denke, es bedeutet nicht erdgebunden, also nicht terrestrisch bedeutet eigentlich außerirdisch, aber er geht davon aus, dass diese Offiziere halt nicht auf der Erde stationiert sind, sondern irgendwo anders im Weltraum beispielsweise. Ne? Muss ja, ne? Außerhalb unserer Welt. Ich fand eine Liste über Flotte-zu-Flotte-Transfer und eine Liste von Schiffsnamen. Ich habe sie nachgeschlagen, sie waren keine US Navy-Schiffe. Was ich sah, ließ mich glauben, dass sie eine Art Raumschiff haben, außerhalb der Planeten. McKinnon hatte Beweise gefunden für ein hochgegliedertes Programm, was unter dem militärischen Codewort Solar Warden Sonnenwächter geführt wird. Eine hochklassifizierte und geheime Flotte, die im äußeren Raum operiert und Antigravitationstechnologie benutzt. Also hier sind wir auch wieder bei der Antigravitationstechnologie. Sprich, wir kommen hier wieder näher an die Glocke, die Antigravitation quasi ausnutzt und dadurch angetrieben wird. Das ist interessant jetzt. Die Aussage von McKinnon ähnelt einem Hinweis aus dem Tagebuch des ehemaligen Präsidenten Reagan. Mittagessen 5 Raumforschern, Welt wirklich Grenzen. Also er sagt 300 Leute, dass die Shuttle haben, die 300 Leute ins All bringen können. Auch der Arbeitsdirektor von Lockheed, Ben Rich, gestand auf seinem Sterbebett, das US-Militär reist zu den Sternen und außerirdische UFO-Besucher sind real, was man interpretieren kann. Das US-Militär mit Außerirdischen zusammenarbeitet in der Entwicklung von Raumschiffen. Es ist ein schwarzes Programm, also natürlich, das darf nicht an die Öffentlichkeit kommen, das heißt, es wird besonders
versteckt. Das sind diese Black Budgets. Daraus finanziert sich das. Beispielsweise jetzt CIA arbeitet viel mit diesen Black Budgets, um ja Operationen auf der ganzen Welt durchzuführen. Die werden dann meistens am Kongress vorbeigeschleust. Das Geld kommt aus Drogengeschäften und, und. Also das sind ganz, ganz merkwürdige Verstrickungen. Gehen wir mal eben auf einen anderen Bericht, um so ein bisschen davon eine Ahnung zu bekommen, wie das US-Militär das eigentlich für uns geheim halten wollte. Interessant erscheint auch der Brief des ehemaligen CIA-Direktors Roscoe Hillenkotter an den Kongress. Er schrieb: Hinter den Kulissen sind hochrangige Luftwaffenbeamte ernsthaft besorgt über das UFO-Thema. Aber dank der erhöhten Geheimhaltung und eines Scherzstils in der Öffentlichkeit glauben viele Bürger, dass nicht identifizierte Flugobjekte nur Unsinn sind. Hier sagt der CIA-Direktor Scherzstil. Also das trifft halt das wieder, was so die öffentliche Meinung ist. UFOs, Außerirdische etc., das ist nur alles ein Scherz. Und es ist gezielt von der CIA so in Umlauf gebracht worden, weil wenn wir hier über außerirdische Technologien sprechen, reden wir eigentlich über irdische Technologien, sprich die Antigravitation etc., was man auf der Erde halt anwenden kann, gebaut, erforscht und erprobt hat. Ob sich jetzt da diese alten Baumeister auch diese Antigravitation bedienten und dadurch diese ganzen monumentalen Bauwerke erschufen, ob das dieselben sind, weiß man nicht. Die Nationalsozialisten hatten sich damit beschäftigt und die USA beschäftigen sich damit. So, und um das unglaubwürdig klingen zu lassen, reden wir einfach von außerirdischen Technologien, Aliens etc. So, und dann nimmt jeder Abstand davon und erklärt das Thema eigentlich für, ja, das ist Spinnerei, das ist Humbug, das ist Science Fiction. Dabei handelt es sich um ganz irdische Technologie, die angewendet wird, um damit rumzureisen im Weltraum, auf andere Planeten, was auch immer. Ja, aber wir reden hier von irdischen Technologien und das geben sie hier auch zu. Gucken, was die hier schreiben. Also hier anfangs interessierte er sich für das Johnson Space Center, weil Greer sagte, dass hier Bilder gefälscht werden und alle fremden Bilder von ihm entfernt wurden. McKinnon ging dann das System ein und fand viele seltsame Rahmen mit ungewöhnlichen künstlichen Strukturen und hellen Lichtern am Himmel. Darunter befand sich eine hochauflösende Fotografie, die ein riesiges, zigarrenförmiges Objekt zeigt. Also da ist es auch wieder das zigarrenförmige Objekt, das in den Himmel flog. Er sagte, die Akte sei zu schwer und könne sich nicht speichern. So, aber dieser Mann hat ein Interview mit der BBC gegeben und da habe ich mir mal die deutsche Übersetzung rausgesucht. Da gucken wir hier mal rein, also das BBC-Interview aus dem Englischen übersetzt. Am 5. Mai 2006 gab Gary McKinnon dem britischen BBC-Sender bzw. dem Journalisten Spencer Kelly folgendes Interview. Hier ist eine Liste ihrer Vergehen. Sie drang unter anderem in Computer der Armee, der Marine, der Luftwaffe, des Verteidigungsministeriums ein. Ich war auf der Suche nach unterdrückten Technologien, lächerlicherweise als UFO-Technologie bekannt. Ne? Lächerlicherweise. Ich denke, dass sich dabei um das größte zurückgehaltene Geheimnis der Welt handelt. Es kann ja nicht angehen, dass alte Rentner ihre Rechnungen nicht bezahlen, Staaten mit Kriegen gezwungen werden, Ölkontrakte mit dem Westen einzugehen, während geheime Bereiche der Geheimregierung Informationen über freie Energietechnologien unterdrücken. Wie kamen Sie darauf zu glauben, dass Sie Informationen hierüber bei der NASA im Verteidigungsministerium finden würden? Keine große Kunst. Die Presse wird es wohl kaum glauben, aber es war keine große Kunst. Ich suchte nach leeren Passwörtern. Ich schrieb ein kleines Programm in der Programmsprache. Da erklärt er, wie das funktioniert. Auf diese Weise konnte ich 65.000 Computer in etwas mehr als 8 Minuten abfragen. Also er konnte sich jahrelang in diesen Bereichen bewegen, ohne entdeckt zu werden. Dies blieb während dieser Zeit unbemerkt. Ja, ich achtete sehr genau darauf, zu welchen Zeiten ich in die Computer eindrang. Also er hat gefunden, was er gesucht hat. Da war eine Gruppe, genannt das Disclosure-Projekt. Sie publizierte ein Buch mit 400 Zeugenaussagen, angefangen von zivilen Verkehrskontrolleuren über militärische Radaroperateure bis hin zu Leuten, die für den Abschuss nuklearer Raketen verantwortlich sind. Es sind sehr glaubwürdige, ernstzunehmende Leute, die alle bezeugten, dass es UFO-Technologien gibt, aber auch Antigravitation, freie Energien, dass diese außerirdischen Ursprungs sind und dass sie Raumschiffe abgefangen und nachgebaut haben. Einer dieser Leute war eine NASA-Fotografin, die sagte, dass sie im Gebäude 8 des Johnson Space Centers regelmäßig UFOs von hochauflösenden Satellitenbildern herausretuschiert habe. Dazu habe ich eine Reportage oder eine Dokumentation besser gesagt gesehen, ich meine auf N24 oder Welt im Fernsehen, und da kam diese Frau zu Wort und sie hat das erklärt, dass ihr einziger Job war, Fotos zu retuschieren, wo man halt
irgendwas sah, was da nicht hingehört. Also man hatte versucht, diese Sachen geheim zu halten und sie hat das so gemacht, dass das für die Weltöffentlichkeit alles völlig normal aussieht, dass sich da nichts befindet, was da nicht hingehört. Ne? Also solche Leute beschäftigt die NASA. Es gab Ordner mit der Bezeichnung gefiltert und ungefiltert und in Bearbeitung und unbearbeitet. Ich konnte ein Bild aus den Ordner nehmen. Aufgrund der Tatsache, dass damals nur eine Internet-Weltverbindung mit der geringen Modemgeschwindigkeit außerordentlich schlecht. Doch was ich auf dem Schirm sehen konnte, überraschte mich dennoch. Es war der Höhepunkt all meiner Anstrengungen und meiner jahrelangen Suche. Es war eindeutig das Foto irgendeines Objektes, das nicht von Menschenhand gemacht wurde. Es bewegte sich außerhalb der Erdatmosphäre und schaute wie ein Satellit aus. Es war jedoch zigarrenförmig, hatte darüber runde Kuppeln und links, rechts und an beiden Enden an der Unterseite. Trotz der schlechten Auflösung war erkennbar, dass sich das Objekt sehr nahe befand. Dieses Ding hing einfach im Weltraum. Darunter sah man die irdische Hemisphäre und nichts deutete auf irgendetwas hin, was von irdischer Seite stammen könnte. Ist es möglich, dass ein künstliches Bild gewesen ist? Ich weiß nicht. Für mich war jedenfalls mehr als ein Zufall. Diese Frau, die Fotografin-Expertin, hatte gesagt, das habe sich in diesem Raumfahrtzentrum ereignet. Ich ging virtuell in dieses Gebäude hinein und sah dieses Objekt. Wollte eine Bildschirmaufnahme machen. Also man muss ein bisschen suchen, um das in Gänze alles hinzukriegen. Hier habe ich auch noch was gefunden. Also wieder extraterrestrisch, das heißt außerirdische Raumfahrer, die Teil eines komplexen intergalaktischen Handelsrouten waren. Ob das jetzt damit reingedichtet wurde, ob er es wirklich gesagt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Dann sind wir wieder dabei, also um das mal jetzt in Gänze betrachten zu können. Zensierte dann unzensierte Version auf der zensierten, also das ist interessant. In weiteren entdeckte er Satellitenfotos, die für Google Earth erstellt worden waren, aber in zwei Versionen. Das heißt einmal die zensierte und dann die unzensierte Version. Auf der zensierten Version waren zufällig fotografierte UFOs wegretuschiert und dann erst an Google weitergegeben worden. Ebenso interessant waren seine Aussagen über direkte Nahaufnahmen von Raumschiffen, Filme und Geheimdienstinformationen, die sich rund um UFOs und Außerirdische drehten. Dann sind wir wieder bei Solar Warden, eine geheime Flotte, die sich durch den Weltall bewegt. Und dann gehen wir mal ein Stück weiter. Und zwar ist das ja nicht nur ein Hacker, der sowas herausgefunden hat. Bereits 5 Jahre zuvor hatte der damals 23-jährige Engländer, auch ein Engländer, Matthew Bevan, bei seinem Hackerangriffen auf amerikanischen Militärcomputer herausgefunden, dass in der Wright-Patterson Luftwaffenbasis detaillierte Pläne zu geheimen Schwerkraftantrieben vorhanden sind. Ein Pentagon-Sprecher bezeichnete damals Bevans Internetattacken als die größte Gefahr für den Weltfrieden seit Adolf Hitler. Durch ein Leck bei Hackerkollegen wurde Bevan eines Tages gefasst und von Militärs über seine Entdeckungen ausgefragt. Im Zusammenhang mit den Rechnern auf der Wright-Patterson Luftwaffenbasis wurde er auch gefragt, ob er etwas zum geheimen Hangar 18 herausgefunden habe. Bevan antwortete darauf, dass er natürlich entdeckt habe, dass in diesem Gebäude außerirdische Raumschiffe untersucht würden. Also hier mit außerirdisch, ich wäre da ein bisschen vorsichtig, weil der CIA-Mann ja sagte, dass man das so in Umlauf gebracht hat. So, und wenn man natürlich da auch so einen Honigtopf einbaut für diese Hacker, nämlich, dass man sagt, pass auf, das ist außerirdische Technologie, dann wird ihnen im Anschluss keiner glauben, dass sie solche Sachen wirklich in US-Rechnern gefunden haben. Das heißt, ein Honigtopf, er ist darauf reingefallen. Man tarnt irdische Technologie durch außerirdische, um das für die Außenwelt und für die Bevölkerung einfach als Märchen oder als, ja, Fantasie abstempelt. Ne? Ja, also was haben wir doch nicht über außerirdisch und. Ne? Gucken wir mal weiter. Der Befrager wollte dies nicht weiter kommentieren. Bevan wunderte sich darüber, dass sich die Militärs vor allem für seine Kenntnisse über den Hangar 18 interessierten. In der Presse wurde dagegen stets berichtet, er hätte vor allem die geheime Area 51-Basis auskundschaften wollen. Öffentlich hatte er jedoch weder darüber berichtet, noch seine Interessen für UFOs erwähnt. Es existiert sogar ein Handbuch, ausführliche Geschichte elektromagnetischer Antriebe und die hierzu heute eingereichten Patente beschreibt. Es geht vor allem um UFO-Antriebe und die verschiedenen Versuche über Back-Engineering, also genaue technische Analysen des Geheimnisses von deren Antriebssystem herauszufinden. Vorsprung der geheimen Militärforschung in einer von Integrity Research Institute organisierte Konferenz vom 9.10. November 2002 berichtete unter anderem über seine Erkenntnisse, dass in geheimen militärischen Forschungslabors bereits theoretische und praktische Entwicklungen im Gange sind, die in der heutigen Zivilforschung und Industrie noch als Utopie gelten. Ein kanadischer Ex-Verteidigungsminister hatte ähnliche Berichte erhalten, dass sowohl außerirdische bemannte UFOs gibt, als auch solche, die von Raumfahrttechnikern auf dieser Erde gebaut wurden. Diese Fluggeräte brauchen keine externe Antriebsenergie. Sie haben keinen Raketenantrieb und keine beweglichen Teile. Was sich bewegt, sind lediglich Elektronen, die im Gravitationsfeld stark
beschleunigt werden und Antigravitationseffekte erzeugen. Die Flugzeugfirma Huge hatte an ihrem Standort in Malibu große Flugkörper, die mit einem solchen Antigravitationsantrieb ausgestattet waren. Einige der Flugkörper bezogen ihre Energien aus einem Plutoniumreaktor, der Elektrizität erzeugte, welcher auf die Antigravitationsplatten geleitet wurde. Die nächste Stufe der Entwicklung waren sogenannte virtuelle Felder, die in Insiderkreisen als hydrodynamischen Wellen bezeichnet wurde. Das will man alles in diesen Computern gefunden haben. Fakt ist, diese Hacker wurden als schlimmste Bedrohung für den Weltfrieden wahrgenommen. Also nach Adolf Hitler die größte Bedrohung. Diese Menschen wurden auch verurteilt und sie reden eindeutig darüber. Und jetzt mal eine Frage. Wenn wir mal nach Roswell gucken, was da damals abgestürzt ist, das soll ein UFO gewesen sein. So, das haben wir außerirdische, also extraterrestrische Lebensformen, die überaus intelligent sind und solche Fluggeräte bauen konnten. Jetzt überlegt euch mal, sie reisen, ich weiß nicht wie viele Lichtjahre durch das gesamte Universum, nur um auf der Erde abzustürzen. Macht das Sinn in euren Augen oder weniger? Also für mich ergibt das keinen Sinn. Wenn ihr mich fragt, ist das irgendeine irdische Technologie, die unter besonderer Geheimhaltung stand, die dort abgestürzt ist und wo das Militär zu Anfangs nicht wusste, wie sie das zu deuten hatte. Deswegen hat sie halt rausgegeben in der ersten Pressemeldung, dass es sich um eine fliegende Untertasse gehandelt hat. So, als dann geheime Regierungsstellen eingeschritten sind, hat man das ganz schnell wieder zurückgezogen, hat gesagt, es war ein Wetterballon. Und seitdem reißen halt diese Geschehnisse um Roswell nicht ab. Ob das jetzt eine deutsche Flugscheibe war, die da gestrandet ist oder eine Bruchlandung hatte, ist halt fraglich. Also was wahrscheinlicher ist, dass man da tatsächlich diese Technik erbeutet hat und diese versucht hat einzusetzen und dabei ging was schief. Ne? Also nach dem Krieg erbeutet hat von den Nationalsozialisten. Möglich. Ne? Wie gesagt, wir erinnern uns nochmal an den CIA-Direktor. Wir geben das so ein bisschen den scherzhaften Stil. Gucken wir nochmal eben auf unseren Hacker. Ich habe hier noch einen Bericht gefunden aus der Schweiz und er fand sie, sagt er jedenfalls. Er sah Videos von seltsamen Einheiten im Nahkampf. Er fand Bilder von silbernen Röhren, die vielleicht UFOs waren, vielleicht aber auch nur Satelliten. Er fand auch ein seltsames Dokument. Darauf waren Offiziersnamen unter dem Titel nicht-terrestrische Offiziere aufgelistet. Damit waren natürlich keine grünen Männchen gemeint. Der Titel bedeutet wohl eher, dass diese Offiziere nicht auf der Erde stationiert sind. McKinnon vermutete, dass er damals im November 2000 eine Liste von Offizieren fand, die auf einer geheimen Weltraumbasis lebten. Ob diese Passage jetzt hier wirklich richtig ist, also er sagte, er konnte das nicht öffnen, weil das für sein Modem da damals gar nicht möglich war. Ob er dann Filme sehen konnte, bleibt fraglich, ne? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als wahrheitgemäß empfinden, aber das hier taucht immer wieder auf mit den Offizieren. Hier, die sagen sogar, er konnte sich von 1995 bis 2002 in diesen Rechnern aufhalten. Andere Berichte sagen von 2001, also lediglich ein Jahr. Er selber gibt aber dem BBC gegenüber an, dass er mehrere Jahre unentdeckt blieb. Was davon jetzt richtig ist, weiß niemand, ne? Im Jahre 2002 wurde er dann verhaftet und dann war es vorbei. Aber wir schauen jetzt mal, der Mann hat ja das Asperger-Syndrom, ne? Also der leidet unter Autismus. Und jetzt gucken wir mal, ob Autisten bewusst lügen können. Also dass er uns dahingehend tatsächlich anlügt. Psychologin wird befragt. Menschen mit Asperger-Syndrom können auch lügen. Ihre Motivation ist aber oftmals eine andere als die der meisten Menschen. Da sie sehr sachbezogen sind, können sie sich beispielsweise nicht vorstellen, dass man lügt, um einem anderen nicht weh zu tun. Lügen, die im Zusammenhang mit emotionalen Verstrickungen stehen, fallen für Menschen mit Asperger-Syndrom aus. Denn diese Lügen wären für sie sinnlos, ebenso wie intrigantes Vorgehen. Es ist durchaus möglich, dass Menschen mit Asperger-Syndrom wesentlich seltener und wenn, dann wesentlich bewusster lügen als der Rest der Bevölkerung. Viele Betroffene berichten selbst davon, dass ihnen das Lügen schwerfällt und für sie anstrengend ist. Sie sind zudem nicht in der Lage, eine Lüge über einen längeren Zeitraum aktiv aufrechtzuerhalten. Doch nicht nur das Lügen, sondern auch das Verschweigen kann für Menschen mit Asperger-Syndrom größte Anstrengungen bedeuten. Also der Mann hat das nachweislich. So, und hier steht, dass das für die Menschen eine Qual ist, wenn sie lügen müssen oder Sachen weglassen müssen. So, und er hat das ja vor, weiß ich nicht, wie vielen Interviewpartnern wiederholt, das Ganze. Also, dass der Mann uns da anlügt, ist eigentlich fast ausgeschlossen. Also es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass der Brite uns die Wahrheit gesagt hat. Ja, so, und jetzt gucken wir mal weiter. Dann schauen wir hier mal rein. Galileo, was sagen die denn dazu? Die US-Regierung hat vor wenigen Tagen dem Kongress einen mit Spannung erwarteten offiziellen Bericht vorgelegt. Der Inhalt klingt unglaublich.
unidentifizierte Luftphänomene, das ist der offizielle Ausdruck für UFOs, stellen eindeutig ein Sicherheitsproblem für die Luftfahrt dar und könnten eine Gefahr für die nationale Sicherheit sein. Sind UFOs also real? Was steckt dahinter? Das haben wir geklärt. Ich denke, es geht hier um die nationale Sicherheit. Wir haben hier Dinge, von denen wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Das ist Luis Elizondo, US-Amerikaner, langjähriger Regierungsmitarbeiter. Und der Mann, der den aktuellen UFO-Hype ausgelöst hat. Wie schaffte er es, die Aufmerksamkeit auf das Thema UFOs zu lenken? Und warum hat er das gemacht? Luis Elizondo gilt als UFO-Whistleblower. Er arbeitet seit den 2000ern für die US-Regierung. Der ehemalige Spezialagent leitet zuletzt das Advanced Aerospace Threat Identification Program, eine Arbeitsgruppe des Pentagon für unidentifizierte Luftphänomene. Also auch da hat wieder einer ausgepackt, der Insiderwissen hat, der in entsprechenden Regierungsbehörden saß und sich damit auseinandergesetzt hat. Und es wird dem Kongress vorgelegt und auch alle Gelder werden durch den Kongress freigegeben. Und da sind wir wieder bei diesen Black Budgets. Diese Black Budgets besagen einfach nur, dass man dieses Geld, also dass das nirgendwo auftaucht und dass das nicht erst durch den Kongress bewilligt werden muss, damit da keiner was von mitkriegt. So, und jetzt erinnern wir uns, dass hochrangige Luftwaffenoffiziere skeptisch sind und Fragen zu diesen Themen stellen. Und jetzt geht man mal weiter. Der überwiegende Teil der US-amerikanischen Behörden, die wissen nichts davon, weil das Top Secret ist. Ja? So, und die stellen Fragen dazu. Und das wird in den Kongress gestellt. Und eine andere Regierungsbehörde, die nicht auskunftspflichtig ist gegen niemanden, wahrscheinlich nur gegen den Präsidenten, ich weiß es nicht, entwickelt diese Technik. So, und diese Leute, die anderen Leute, die auch für die US-Regierung arbeiten, wie die ganzen Militärs, die kriegen auf einmal diese Sachen auf den Schirm rauf, ne? Ja, diese unidentifizierten fliegenden Objekte. Sie denken, es sind außerirdische Technologien. Sie können damit nichts anfangen und das Pentagon bestätigt das, weil das Pentagon von dieser Regierungsorganisation nichts weiß. So müsst ihr euch das vorstellen. Man hat es hier mit irdischen Sachen zu tun, die auf der Erde entstanden sind, die von der US-Regierung gebaut werden. Ob sie es jetzt selber rausgefunden haben oder ob das auf deutscher Technologie basiert, keine Ahnung. Aber es ist definitiv so, dass diese Sachen da irgendwo von der US-Regierung oder von der geheimen Regierungsbehörde selber gebaut worden und die jetzt durch die Gegend fliegen. Und der Rest der amerikanischen Streitkräfte da überhaupt gar keine Ahnung von hat, genau wie der Kongress. So müsst ihr euch das vorstellen. Jesse Springer arbeitet für Elizondo. Für ihn ist der Whistleblower so etwas wie ein Held. Louis' oberste Priorität ist Transparenz bei diesem Thema. Seine ganze Karriere ist geprägt von Missionen hinter den Kulissen. Louis hatte eine sehr hohe Sicherheitsfreigabe, viel höher als der durchschnittliche Mitarbeiter in unseren Sicherheitsbehörden. Wegen seiner Position im Pentagon hatte er Zugriff auf Dokumente, die sonst keiner hat. Also auch da, er sagt auch wieder, dass der halt in dieser entsprechenden Behörde gearbeitet hat und die meisten Operationen von ihm verdeckt waren, ne? So, und jetzt kommen wir mal dazu, was beobachtet wurde wieder. Bemerkt er, einiges lässt sich einfach nicht erklären. Die Kampfpilotin Alex Dietrich hat ein solches unidentifiziertes Flugobjekt gesehen. Wir haben da etwas über dem Wasser fliegen sehen, das die Oberfläche aufgewirbelt oder bewegt hat. Wir haben dann alle auf die gleiche Stelle auf dem Wasser geblickt und die Aufnahmen gemacht, die wir als Tic-Tac beschreiben. Wir wissen einfach nicht, was es war. Es kann ein natürliches Phänomen gewesen sein oder aber außerirdisch. Also die Pilotin sagt auch, die es aufgenommen hat, sie wissen nicht, was es ist. So, und dann gehen wir nochmal auf die Bild-Zeitung und die hatte ein Interview von einem Harvard-Professor veröffentlicht. Es gibt Menschen, die glauben ernsthaft daran, dass es UFOs gibt und Menschen, die glauben, dass Menschen, die an UFOs glauben, verrückt sind. Und dann kommt plötzlich ein... Also auch da wieder, das trifft auch wieder zu, was der CIA-Direktor gesagt hat, wir machen das so ein bisschen alles lächerlich, ne? Und das macht er ja jetzt gerade auch. Also es gibt Menschen daran, die glauben, oder es gibt Menschen, die glauben daran, es gibt Menschen, die glauben da nicht dran. So, und jetzt kommt's. Professor der berühmtesten Universität der Welt, der Harvard University, zum Bild-Interview und fordert eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema. Und da kommt man doch ins Nachdenken, wenn einem so die Tassen um die Ohren fliegen. Sie sind der beste Beweis dafür, dass es unbekannte Flugobjekte tatsächlich gibt. Sie konnten nicht einmal von den US-Streitkräften identifiziert werden. Ganz offiziell spricht das Militär deshalb von unidentifizierten Luftphänomenen.
Ich glaube nicht, dass das Militär die wirklich besten Daten veröffentlichen wird. Wenn wir wirklich den Ursprung dieser Objekte erfahren wollen, dann muss es eine wissenschaftliche Untersuchung geben. Denn in der Wissenschaft sind die Daten frei. Avi Loeb glaubt aber nicht daran, dass sich das Militär wirklich in die Karten gucken lässt. So, aber gucken wir auch mal auf Deutschland. Die Bundeswehr hat auch ein Weltraumkommando. Das ist das Weltraumkommando der Bundeswehr. Das Weltraumkommando der Bundeswehr ist eine höhere Kommandobehörde der Luftwaffe und der zentralen Kompetenzträger der Bundeswehr für die Planung und Führung von Weltraumoperationen. Ja, was macht die Bundeswehr da oben? Wir gucken erstmal rein, was die Bundeswehr selber dazu sagt. System uneingeschränkt nutzen kann und gibt bei Weltraumsicherheitsereignissen wie Kollision von Satelliten und Schrott, wiedereintretende Teile oder extreme Weltraumwetterphänomene, Warnungen an Truppenteile, Einsatzverbände oder die Behörden des Zivilschutzes heraus. Mit der Aufstellung des Weltraumkommandos hat Deutschland einen wichtigen Schritt vollzogen, um die deutsche Handlungsfähigkeit im Weltraum zu stärken. Das sagt die Bundeswehr selber. Dann nehmen wir das mal auseinander. Klar, Warnungen an die Truppenteile, ne? Das sagt die Bundeswehr halt selber. Fakt ist, wir haben jetzt so eine Abteilung der Bundeswehr. Und die kriegt Gelder zur Verfügung gestellt. Nach außen hin, ja, das für Weltraumschrott, Wetterphänomene und all so ein Kram. Ja, und nach innen rein, Verbündete der, beziehungsweise Mitgliedstaat der NATO, wo Amerika auch drin ist, also die US-Streitkräfte oder USA, dass die da oben irgendwo gemeinsame Sache machen oder dass die Bundeswehr versucht, sich eben auch vor den USA zu schützen oder vor anderen Ländern, die da oben jetzt auch mittlerweile mit der Technologie, die möglicherweise aus dem Dritten Reich stammt, rumkurft, ist auch gar nicht so weit hergeholt, weil auch die Bundeswehr geht mit der Zeit. Es dauert bei der Bundeswehr, sie geht aber damit. Alleine das schon gibt Grund zum Anlass, da mal genauer hinzuschauen. Wie man versucht, den Bürger zu beruhigen und sagt, ja, das ist für Schrott und sowas. Ja, Freunde, mal ganz ehrlich, das glaubt doch kein normaler Mensch. Also, dass das der wirkliche Grund ist, warum die Bundeswehr so ein Kommando aufstellt. So, und jetzt haben wir das alles mal gesehen, welche Zusammenhänge da sind. Und wir haben nicht mal einen kleinen Bereich angekratzt. Also da ist so viel drüber zu sagen. Jetzt nehmen wir einfach nur mal diesen Teil des Südpols, der Antarktis, ne, dem antarktischen Kontinent, Neuschwabenland, und deklarieren das als die deutsche Area 51. Ja, dass es dort diese Entwicklung gab, die man dort erprobt hat im Feldversuch. Ausgeschlossen von der Öffentlichkeit natürlich. So, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, nach all diesen Erkenntnissen, die wir hatten. Was ist denn passiert bis jetzt? Alle, die Ahnung davon hatten, Zeugen, Zeitzeugen, Konstrukteure, was es nicht alles gab, Leute, die mit Geheimdokumenten in Kontakt geraten sind, haben alle das mehr oder weniger dasselbe ausgesagt, dass diese Basis da existiert, dass es diese Technologien gab, also der Antigravitation und natürlich der herkömmlich betriebenen Fluggeräte, wie jetzt die von Andreas Epp beispielsweise. Ne? Also normale Flügelrad-Hubschrauber, so nenne ich sie mal. So, wenn das hier stattgefunden hat und die USA da auch was von beschlagnahmt haben und wenn die wirklich hier versucht haben hinzukommen, wo die Nationalsozialisten ihre Basis gebaut haben und ihnen irgendwie gelungen ist, an diese Technologie zu kommen, weil so eine Flugscheibe von den Deutschen in Nevada da abgestürzt ist oder was auch immer, dann gibt es jetzt diese Forschung. Und es wird so viel Desinformation betrieben, indem er das ins Lächerliche zieht, indem er diese Menschen halt alle Verschwörungstheorien unterstellt und dass das Verschwörungstheoretiker sind, etc. pp. Nehmen wir nur einen kleinen Teil, der wirklich wahr ist. Dann schauen wir auf die Patente, die angemeldet wurden. Dann schauen wir auf die Hacker. Ja, und das beste Beispiel ist der Mann mit Asperger-Syndrom, den es sehr, sehr schwer fällt zu lügen. Wir haben diese ganzen Sachen. Und es wird von der US-Regierung stark verfolgt. Man wollte ihn ausliefern lassen und in Amerika vor Gericht stellen und er hatte 60 bis 70 Jahre Gefängnisstrafe bekommen. So, wenn an all dem nichts dran wäre, dann würden da nicht so hohe Strafen draufstehen, dann würde man auch nicht versuchen, das so gut zu vertuschen. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Ja, was ist denn jetzt nur wahr und was ist nicht wahr? Freunde, ich kann es euch nicht sagen. Das weiß niemand. Das Einzige, was ich machen kann, ist in die Ferne schauen, im 360-Grad-Blick und alle Erkenntnisse, die es dazu gibt, wirklich zusammenzutragen, zusammenzuführen, zu bündeln und dann zu schauen, wo wird denn da oder wie wird da ein Schuh draus? Was ergibt Sinn und welche Zusammenhänge stehen in direktem Zusammenhang? So, und das machen wir im Prinzip mit dieser Doku-Reihe. Wir beleuchten alles. Wir nehmen jedes kleinste oder noch so kleinste Puzzleteilchen und werfen das mit auf diesen großen Haufen
und fangen dann an zu puzzeln. Es geht natürlich auch spannend weiter. Und bei meinen Recherchearbeiten unterstützt mich Blinkist. Da finde ich alle Sachbücher, die rund ums Thema Wissenschaft, Technik und Geschichte zu finden sind. Komprimiert in kürzester Zeit, sodass ich für euch immer den besten, spannendsten Content raussuchen kann, euch am besten informieren kann und das natürlich auch in der Kürze der Zeit. Link in der Videobeschreibung, wenn ihr da Bock drauf habt, klickt da drauf. 25% auf das Jahresabo. Lasst euch das nicht entgehen. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuhören und beim Bilden. Da sind wir mittendrin. Und dann wollen wir mal schauen, was da noch alles ans Licht kommt. Weitsicht. Kein Tunnelblick, nicht auf eine Sache gucken. Ihr müsst 360 Grad sichern. Da müsst ihr hinschauen. So, und erst wenn ihr diesen Gesamtüberblick habt, fangt ihr an und selektiert. Dann kommt man irgendwann hoffentlich ans Ziel. An der deutschen Basis, an diesen Antigravitationsflugobjekten. Wir beleuchten das nach und nach und gucken mal, ob wir uns des Rätsels Lösung nähern. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen wart. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag in alter Frische und neuen Elan. Freunde, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.